Nur durch den Tipp eines ausländischen Geheimdienstes konnten die deutschen Sicherheitsbehörden wieder einen mutmaßlichen Terroranschlag vereiteln. Am Dienstagabend stürmten schwer bewaffnete Elite-Polizisten eine Wohnung in der Duisburger Innenstadt. Sie nahmen einen 29-jährigen Deutsch-Ägypter fest. Tariq S. Er soll einen Anschlag auf eine pro-israelische Veranstaltung geplant haben. Und offenbar wollte er auch mit einem Lastwagen in die Menschenmenge rasen. Der Verdächtige hatte in Chats geschrieben, er wolle als Märtyrer sterben. Der Mann konnte nur mit Hilfe aus dem Ausland überführt werden. Inzwischen hat die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf auch Haftbefehl erlassen, weil die Vorwürfe sich damit manifestiert haben. Und zugeschaltet ist uns nun der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin, Professor Samuel Salzborn. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Salzborn. Guten Morgen. Wenn wir uns die Bilder aus Berlin-Neukölln ansehen, von pro-palästinensischen Demonstrationen, auch noch diese Angriffe, diese schrecklichen Angriffe auf jüdische Einrichtungen, zum Beispiel mit Molotow-Cocktails, zeigt das, dass es hier im Land wirklich bestimmte Gruppen gibt, die sich nicht integrieren lassen wollen, die einfach partout nicht übereinstimmen mit den Werten, die wir hier vertreten? Also wir erleben ja seit einigen Wochen eine massive antisemitische Eskalation, besonders in Berlin, aber auch ganz in Deutschland, bei der die Gewaltbereitschaft und Gewaltverherrlichung enorm hoch ist. Ich würde es auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund betonen, dass wir ja einen wirklich barbarischen Terroranschlag der Hamas erlebt haben, bei der das Ziel der Hamas ausschließlich darin bestand, möglichst viele Jüdinnen und Juden zu töten. Und insofern sind die Versammlungslagen und auch andere Eskalationen aus meiner Sicht ohne Wenn und Aber nicht nur israelfeindlich, sondern ganz, ganz klar eindeutig antisemitisch. Ich würde auch sehr davor warnen, hier bei denen, die auf solche Versammlungen gehen, das Etikett pro-palästinensische zu verwenden, weil es hier doch verschleiert und verharmlost, um was es eigentlich geht, nämlich um Hass auf Jüdinnen und Juden weltweit und eben auch in Deutschland und auch in Berlin. Aber wie kann man denn tatsächlich das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder sicherer machen? Wir wissen ja, dass sie sich immer unsicherer fühlen und diese Demonstrationen sind ja nur ein Teil davon. Also was muss tatsächlich jetzt geleistet werden von Politik und Sicherheitsbehörden, damit das Sicherheitsgefühl wiederhergestellt wird? Also momentan haben wir eine extreme Bedrohungssituation. Das heißt, tagesaktuell, minutenaktuell sprechen wir vor allen Dingen um Sicherheitsmaßnahmen polizeilicher Art vor jüdischen, vor israelischen Einrichtungen. Die Polizei ist da auch in Berlin im Dauereinsatz und versucht das so gut als irgend möglich umzusetzen. Aber was ich auch sehe, ist, dass wenn wir schauen, bei diesen Versammlungslagen, das sind ja nicht spontane Kundgebungen. Das ist ja nicht so, da kommt nicht jemand aus seinem Café auf die Straße und eskaliert sofort Gewalt, sondern wir haben hier organisatorische Strukturen, die letzten Endes solche Versammlungslagen und auch andere Aktivitäten organisieren, koordinieren, strukturieren. Und insofern ist es absolut dringend notwendig, dass das vom Bundeskanzler Scholz angekündigte Verbot, Vereins- bzw. Betätigungsverbot gegen Hamas und Samidun und auch sicherlich einige weitere Organisationen so schnell wie möglich vom Bundesinnenministerium vollzogen wird, weil das eben der organisatorische Kern ist, der letzten Endes hinter diesen Eskalationen steckt, die dann dadurch strukturiert werden. Jetzt sind Sie zuständig für das Land Berlin. Klar, hier in Berlin gibt es eine besonders große palästinensische Szene, aber auch die Berliner Justiz und die Berliner Polizei, die arbeitet etwas anders als vielleicht Polizeibehörden, Justizbehörden in anderen Bundesländern. In München zum Beispiel hat man einen kurzen Prozess gemacht, alles verboten und pro-palästinensische Demonstrationen wurden schon im Keim erstickt. Könnte man hier in Berlin auch härter durchgreifen? Also ich würde die Perspektive mal umdrehen. Das Land Berlin ist seit dem vergangenen Jahr das erste gewesen, das israelfeindliche antisemitische Versammlungen polizeilich verboten hat. Und das wurde auch von unseren Gerichten, dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigt. Also das heißt, hier wurde auch rechtssicher gehandelt. In Berlin ist es ja so, dass von den Versammlungslagen gut die Hälfte in jüngerer Vergangenheit verboten worden ist. Auch hier haben die Gerichte das entsprechend in den Fällen, wo dagegen vorgegangen wurde, bestätigt. Und insofern würde ich denken, dass die Polizei und auch die Justiz hier extrem sensibel, extrem genau agiert und alles unternimmt, um hier quasi antisemitische Eskalationen weiter zu vermeiden. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch das Versammlungsrecht. Und in dem ist es dann eben auch so, dass einzelne Versammlungslagen, wenn die Vorerkenntnisse der Polizei in Bezug auf Antisemitismus, Gewaltverherrlichung, Gewaltbereitschaft
anders gelagert sind, dass dann eben solche auch durchgeführt werden dürfen. Und dementsprechend zeigt sich auch das Augenmaß. Also das heißt, die Polizei geht hier tatsächlich sehr klar gegen antisemitische Versammlungen vor, aber die Unterstellung, die Versammlungsfreiheit werde eingeschränkt, ist auf Basis der Fakten schlicht und ergreifend falsch. Samuel Salzborn, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne.